Leute, herzlich willkommen zurück zum vorletzten Qualifikationstraining bei F1 2018. Herzlich willkommen zum Qualifying zum großen Preis von Brasilien. Wir sind zu Gast auf dem Autodromo José Carlos Pache in der Nähe von Sao Paulo in Interlagos hier in Brasilien. Ja, weitere hoffentlich 12 Minuten oder was sind das, 18 Minuten Spannung stehen gleich an. Ich habe 18 Minuten Sitz. Ob wir das heute erfolgreich machen, so wie im Training zum Beispiel. Also zumindest gut im Training 2 und 3 gestern. Das natürlich bleibt abzuwarten. Ich hoffe natürlich, klar, wir sollten eigentlich ein gutes Ergebnis holen. Es ist Zeit für das Qualifying hier in Interlagos, was so viel heißt wie zwischen den Seen. Der offizielle Name der Rennstrecke allerdings heißt Autodromo José Carlos Pache. Die Teams haben ihre Vorbereitungen abgeschlossen und warten nun darauf, dass die Boxengasse geöffnet wird und sie endlich loslegen können. Ja, auf jeden Fall. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. So. Auto haben wir schon eingestellt, wunderbar. Ich gucke nochmal nach, bis wir da irgendeine Scheiße bauen. Ja, können ja noch einen Moment warten. Wir haben ja eigentlich alles im Griff. Der erste, der rausfährt, ist unser Teamkollege Max Verstappen. Das haben wir gehört. Der muss auf jeden Fall noch ein bisschen was liefern. Jetzt momentan nur 5. der Fahrer WM und liegt mit 146 Punkten. Wir gucken mal, ob er jetzt wirklich gute Zeit fährt. Er fängt nämlich mit den Supersoft-Reifen an oder will mit den Supersoft-Reifen fahren. 18 Minuten übrigens, so als Information. Ich war mir gerade eben nicht so sicher. Wir brauchen noch nicht so viel raus. Verstappen nur auf 16. Aber das sollte sich mit der Zeit ändern. Die erste Zeit ist 17-0. Wie gesagt, unser Auto steht noch ein bisschen in der Garage. Wir haben auch noch ein bisschen Luft. Also wie gesagt, wir brauchen jetzt auch nicht auf Anhieb eine volle Runde zu fahren. Eigentlich sollte das passen mit einer Runde. Klar, umso länger wir warten, umso mehr Verkehr ist draußen. Das kann auch ein Risiko sein. Wie beim Verstappen, jetzt nämlich eine Toro Rosso gerade vor sich hat. Ich weiß gerade nicht welchen. Also der wird mega Zeit verlieren, weil der wird wohl eigentlich schneller kann als der Toro Rosso. Die Zeit, die der jetzt verliert hier im Infield, wird der auf der Geraden nicht mehr rausholen, trotz Windschatten nicht. Er wird jetzt hier ein bisschen Windschatten mitnehmen und dann der Angriff gegen den Toro Rosso, aber ja, was hat er für eine Zwischenzeit gehabt? 1:11:0, wobei die ganz ordentlich ist tatsächlich sogar. Klar, momentan die Führung. Die 11-0 ist eigentlich relativ ordentlich, aber da muss er nochmal nachlegen. Schauen wir mal, was wir jetzt hinkriegen.
den Wagen immer noch vor sich, ne? Ja, mal gucken, ob er das diesmal hinkriegt. Diesmal so mit einem Fixer dran. Also, ich hab so mega Kötte, der dürfte den nicht im Weg stehen. Ne, er verbricht sogar die Runde ab. Der Verstappen bricht die Runde ab. Na gut, dann fahren wir auch mal unsere Runde. Damit wir auch was hinkriegen. Brasilien, Dua. Klar, du kannst ja mehr regeln. Das Auto darf also nicht mehr verändert werden. Bis auf, glaube ich, einen Flügel, Frontflügel und noch irgendwas. Wie gesagt, das Gute ist, dass wir keinen, dass wir da waren. So, jetzt hier der zweite Wettbewerb. Der mit der neuen Startnummer 1. Wir fahren jetzt bei der mit der Startnummer 1 auf diesem Auto. Deswegen habe ich das wieder drauf gemacht, aber nächste Saison gehen wir mit der Startnummer 87 wieder ins Rennen. So, momentan die Führung durch Lewis Hamilton. Mercedes ist jetzt eigentlich fast raus aus dem Rennen. Das wird sich wahrscheinlich jetzt nach dem Rennen rauskristallisieren. Wobei die Runde nicht ganz gut war. Also brauchen wir auf jeden Fall nochmal eine danach. Die war nicht perfekt. Es hat ja nie reicht, um die Pole zu holen. So, erste Zwischenzeit Lewis Hamilton 16,9. Die haben wir schon mal verpasst. Da sind wir eine gute, fast eine Sekunde dahinter. Ah, da brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen Satz. Eine Runde. Ein Satz an einer Runde. Im Idealfall passt es in der zweiten Runde an. Dann brauchen wir nicht noch einen zweiten Versuch zu fahren. Vor uns ist es Stoffel van Dorn, der zweite McLaren-Pilot. Also unser ehemaliges Auto liegt vor uns. Damit, wo wir unsere Karriere überhaupt begonnen haben in der letzten Saison. Mit dem zweiten McLaren an Seite von Fernando Alonso. Weil van Dorn genau das gleiche Problem für uns ist, wie eben auch der Toro Rosso für Max. Bestzeit wäre momentan knapp dahinter. Hinter Lewis Hamilton. Jetzt in Schwung mit dem McLaren. Oh, der macht aber einen fiesen Schlecker. Ja, mal gucken, ob es reicht, noch eine 1,96 zu packen. Mit der P3 momentan hinter Vettel und Hamilton. Also definitiv müssen wir da nochmal einen zweiten Versuch wagen. Den setzen wir auch jetzt nochmal. Bisschen rausgekommen auf die Curbs, das war natürlich nicht ideal. Aber momentan passt das, was die Zeiten betrifft. Strafen haben wir keines befürchtet. Ich hoffe, wie gesagt, auf die Ferrari, dass sie immer noch, dass sie jetzt in diesem oder nächsten Rennen nochmal ein paar Strafen setzen. Im Idealfall holen wir hier richtig Energie und wechseln dann vor Abu Dhabi nochmal einen Motor. Das wäre die, hier dicke Punkte zu holen. Die Führung zu übernehmen und dann im Abu Dhabi, egal was Ferrari macht, ein paar Punkte mitzunehmen. Aber natürlich darf nicht spekulieren. Aber gucken wir uns mal, wie dieses Rennwochenende läuft. Vor allem, was morgen passiert. So, eine Sekunde fahren wir jetzt raus. 1,89 wird es jetzt werden. That's the fastest lap so far. Well done. Ich bin, warum fahren wir, hauen wir jetzt nochmal so eine, wollen wir nochmal eine Verbesser setzen? So far our fastest lap is a 1,8.9. So. Momentan sieht es gut nach der Bestzeit aus. Jetzt ist gerade nicht viele Autos auf der Strecke. Max ist auf der Strecke. Der momentan noch nur auf 11 liegt. Aber wie gesagt, haben wir ja gesehen eben, dass der mit dem Auto, dass er noch ein Problem hatte mit dem Auto oder beziehungsweise noch ein Auto davor hatte. Und der Rosso. Wenn der jetzt natürlich eine freie Strecke erwischt, kann die Zeit nochmal deutlich besser werden. Er sollte so weit wie möglich nach vorne gehen.
So, wir haben nur gute 6,5 Minuten und er sitzt eine 17-0. Damit hat er eben auch angefangen. Nur sollte die beste zweite Runde jetzt nochmal besser werden. Also wird nochmal unser Ziel sitzen. Ich denke, wir brauchen keinen mehr. Wenn jetzt nichts Dramatisches passiert, sollten wir die Pole haben. Ja, Ferrari auf 3 und 5, also es geht. Die erste Kurve ist nicht so weit weg. Also könnten wir es eigentlich tatsächlich gut gegen Vettel verteidigen, wenn wir auf Pole stehen. Beziehungsweise gegen Hamilton und Vettel. Zweiter Sektor, jetzt geht es auch noch die Gange ran. Wie gesagt, die Zeiten sind etwas über eine Minute. Also ey, auf Österreich und Kanada Niveau ungefähr. Also relativ kurz die Strecken. Auf 4. Dann packt er sich vor Räkeln. You're doing a great job. We're much higher up the field than we expected to be. Sauber, 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 sauber. Vettel, Hamilton im zweiten Sektor 36 glatt. 36.000, Vettel nur knapp dahinter, aber unsere Seite 35. 232, klar, die Bestzeit auf jeden Fall. Nur im dritten Sektor liegt momentan Sergio Perez vorne, aber auch nur Hundertstel. Also wir könnten theoretisch seine Zeit auch noch knacken, aber brauchen wir nicht. Wir sind, wie gesagt, momentan mit der 8. 0,7 Sekunden, also 700stel vor Hamilton und vor Vettel. Danach wiederum 700stel auf Max Verstappen. Also ja, momentan sieht es gut aus, was die Rundzeit betrifft. 4 Minuten 50 haben wir noch ungefähr. Ich glaube, wir brauchen keinen Satz mehr zu setzen. So, haben wir da überhaupt irgendwas auf der schnellen Runde? Kimi Räikkönen, der seine Zeit auch nochmal setzen möchte. Jetzt packt er sich davor auf den die 4 vor den Ferrari, vor den Red Bull. So, ist jetzt ein bisschen schade für uns. Aber nochmal, ich spekuliere. Ich hoffe, dass auch nur die zweite Runde wird nicht werden, weil da genau in dem Moment einer aus der Box kommt. Das ist ein Williams. Das ist ein Williams. Welcher ist es denn? Ja, ist voll. Letzt voll, der war das. Der hat es leider nicht gepackt. So. 4 Minuten jetzt noch ungefähr. Ich denke, dass wir keine Zeit mehr setzen müssen. Weil der wird wahrscheinlich nicht weit von vorne kommen. Die Williams wird nicht zu rechts und zu sein. Zwei Minütchen noch, also wir haben wieder keine Zeit mehr setzen. Wie sieht unser Vorsprung aus? Es hat sich nicht viel geändert jetzt gerade. Ich kann sagen, die sind ja noch auf der Runde. Wechsel momentan nur 5. Und ich bei dem hoffe, dass der nochmal auf eine Runde geht. Jetzt geht Lewis Hamilton nochmal auf eine schnelle Runde. 16-7, erster Sektor. Die ist schneller als unsere.
36 hat er eben im zweiten gefahren. Ne? 35,2 darf er nicht schlagen. Sogar langsamer als uns. Also 0,9, dann müsste er eigentlich tatsächlich aktuell eine halbe Sekunde hinter uns sein. Wenn er jetzt nicht dramatisch viel mehr als im Sektor passiert hier, sollte das eigentlich reichen. Er holt sich zumindest wieder Platz 2 zurück. Und diesmal, ja, ein bisschen hat er sich verbessert. Also nicht dramatisch viel. Das hat sich ein bisschen ins erste Sektor hat er sich geholt. Damit sind wir den auch los und Vettel bleibt im dritten. Also wir sind aber klar, mit dem zweiten Sektor haben wir uns auf jeden Fall statt jetzt die Pole geholt. So far, our fastest lap is a 1 minute 8.9. Aber gleich nochmal Vettel, was der noch für Zeiten setzt. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Richter, Hamilton und Sebastian Vettel. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, Ocon und Hülkenberg auf einmal da vorne mit drin. Gut, das war schon mal das Qualifying aus Brasilien. Fehlt uns nur noch das Rennen. So. Gut. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Ja, vor dem man noch nichts wissen soll, dass ich die ganze verbreitete Zeit mal. Vorsicht in der ersten Kurve, nicht, dass du in Runde 1 schon wegen einem Flügel in die Box musst. Hör dich immer auf den Laufenden, wenn du etwas Bestimmtes wissen willst, reißt du mich jederzeit über Funk. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder zum Rennen, zum vorletzten Rennen der von 2018, zum vorletzten Rennen der Saison 2 und zum vorletzten Rennen für Red Bull. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao.